Willkommen meine Freunde von Fettspielen zu einem neuen Let's Play hier mit Rising Cities. Und ich sag erstmal danke für die vielen Nachrichten, die ihr mir auf YouTube geschrieben habt. Da habe ich viele schöne Tipps gefunden. Ich habe sie mir hier auch mal auf einen kleinen Post-it-Zettel geschrieben und ich hoffe, ich kann sie umsetzen während dem Spiel. Aber erstmal machen wir unseren Standardweg. Und zwar sammeln wir erstmal die ganzen Münzen ein. Das habe ich natürlich auch nebenbei gemacht, also zwischen diesen Let's Plays, so dass wir auch hier ein bisschen was erreichen können. Jetzt machen wir hier noch ein bisschen, überall die Münzen mitnehmen, das ist natürlich klar. So, überall schön drüber gehen. Wie ihr seht, habe ich auch schon mal ein bisschen Holz produziert. So, damit der Fluss nie zum Erliegen kommt quasi. So, hier überall, hier überall, hier überall, hier überall. So, und wenn ihr vielleicht aufgepasst habt, habt ihr gesehen, dass ich hier schon ein paar Deko-Gegenstände gebaut habe. Und das habe ich gemacht, weil mir jemand den Tipp gegeben hat, ich solle doch mehr Deko-Gegenstände bauen, damit der Stimmungsgewinn hochgeht. Das habe ich gemacht, war episch teuer, aber hat sich gelohnt, weil ich habe auch wesentlich mehr Einwohner jetzt. So, jetzt habe ich hier, habe ich die Quest denn schon geschafft, erreiche? Nein, das habe ich noch nicht geschafft. Und hier, nimm die Feuerwehr per Mausklick in Betrieb. Das werden wir jetzt machen. Das ist unsere Feuerwache. Zack. Jetzt bauen wir noch den Rest aus. Das beschleunigen wir. Halbiert die Zeit. Okay, da ist wohl ein Bug. Man sieht nicht die Dose. Hier habe ich noch ein ökologisches Reihenhaus gebaut. Dazu fehlt uns allerdings Bauholz. Das ist ja super. Dann könnten wir doch noch ein wenig Bauholz machen, oder? Was meint ihr? Zack. Und zack. Das kann man immer gebrauchen. Sehr gut. So, dann habe ich noch den Tipp bekommen. Ich soll doch meine Standardhäuser auf Stufe 3 aufbauen. So, um die Standardhäuser auf Stufe 3 zu machen. Ich glaube, das sind diese hier, oder? Sind das die? Genau, ausbauen. Das kostet entweder 1000, das kostet erstmal 1300, was ich schon mal gar nicht habe. Was kostet es bei denen hier? Das geht da gar nicht. Bei diesen hier ausbauen, 120, das geht, das machen wir. Was ist es hier? Ausbauen, 760, können wir nicht machen. Was ist hier? Ausbauen, Stufe 2, geht auch nicht. Da brauchen wir jetzt allerdings Holz für, das haben wir jetzt gerade leider nicht. Jetzt gucken wir einfach mal, was wir alles ausbauen können. Aha, ausbauen, 730, ja, dann bleibt mir aber gar nichts mehr übrig. Das will ich eigentlich jetzt nicht unbedingt machen. So. Wie ihr seht, ist hier auch ein bisschen Chaos mit dem, wie ich da abgebaut habe hier alles. Aber momentan funktioniert alles so und solange ich nicht mehr Gebäude bauen kann, werde ich das auch nicht groß ändern. Dann können wir hier mal den ganzen Schrott wegmachen, der immer wieder nachwächst. Naja, ist gut, ist gut. Was ist hier? Kleine Farm. Da muss ich eh mal gucken, wie das aussieht hier. Da können wir mal auch wieder voll machen. Aha, so. Zack, das auch wieder voll machen. Der Laden ist da bestimmt auch schon wieder leer. Jawohl, da können wir auch noch 60 reinmachen. Das reicht aber auch schon so. Aha, oh, 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 die Feuerwache können die Leute einziehen. Oh, wir haben es geschafft. Düdü! Deine Feuerwache ist nicht besetzt. Du musst Spezialisten anstellen, um Notfälle zu bekämpfen. Anstellen? Ja, habe ich getan. Belohnung abholen und eine Quest erledigt. Sehr, sehr gut. Was bekomme ich dafür? Kleinen Hydranten. Okay. 1000 davon, 100 davon. Was ist das denn? Bildungspunkte. Belohnung abholen. Jawohl. Oh. Alles klar. Die Reichweite der Feuerwache ist begrenzt. Erhöht sie durch den Bau von Sicherheits... Klar, das ist doch super. Ich kann Hydranten bauen und somit wird es dann verlängert. Das ist echt super. Das finde ich richtig gut. Gute Sache. Das heißt, wir sehen hier mit dieser Ansicht, wie weit es geht. Wir müssten aber bis hier... So, jetzt haben wir allerdings nirgendwo nur einen kleinen freien Platz, wo wir auch wo wir so einen Hydranten hinstellen können. Das ist natürlich ziemlich beschissen. Das ist ziemlich beschissen. Das bedeutet, dass wir ein bisschen umbauen müssen. Wir müssen die Feuerwache eigentlich wo ganz anders hinstellen. Das ist mir auch schon letztes Mal aufgefallen. Die müsste eigentlich... ja, lass mich mal überlegen, was wir jetzt da machen. Wir können es ja schon mal so erweitern, indem ich...
Lass mich mal gucken, wenn ich jetzt hier einen hinstelle, einen Hydranten. Jetzt lass mal gucken, was der so kostet. Der ist bestimmt exorbitant. Ja, ein Tausender. Nicht jetzt. Was ist das denn hier? Festplatz, was bringt das? Plus 15 bietet dir tolle Abwechslung. Wie groß ist der? Ja, klar. Ja, klar, den baue ich ja sofort. Nicht. Okay, alles klar. Wir können eigentlich. Erhöhe deine Reichweite. Ja, ich weiß. Es kostet mich aber ein Tausender, ey. Puh. Die Sache ist, ich würde das jetzt gerne machen. Lass mich mal überlegen, wie ich das mache. Also was, ich glaube, ich sammle jetzt erstmal noch ein bisschen Geld ein. Das ist erstmal der erste Schritt. Aber was wir machen können, ist die Freundschaftsanfragen angucken. Und zwar haben wir wieder neue. Und zwar von Mr. Marvin 97. Hi, Mr. Marvin. Dich nehmen wir natürlich an. Dann haben wir eine von Pen G. Nehmen wir auch an. Oh, eine Eilmeldung. Notfälle bekämpfen. Bekämpfen Sie Notfälle richtig, Schritt für Schritt. Notfälle finden. Finden Sie die Alarmglocke. Start, okay. Spezialisten auswählen. Wählen Sie den Spezialisten, starten den Einsatz. Okay. Können Sie den Notfall erfolgreich bekämpfen? Alles klar. Okay, da müssen wir mal gucken. Hier ist ein Notfall. Zwei Notfälle. Hilfe, wo sind Sie? Da ist ein Notfall. Benötigt. Was? Nein, oder? Auswählen. Zack, einsetzen. Start. Okay. Wird erledigt. Du. Guck mal, wie die Feuerwehr da hinfährt. Ist ja herrlich. Ist ja herrlich. Was war das jetzt? Es wurde beschädigt. Ich glaube, ich spinne. Ja, jetzt müssen wir es halt reparieren hiermit. Wir haben doch gerade produziert, oder? Reicht es schon? Es reicht nicht, ich fasse es nicht. Start. Nochmal Start. Jetzt ist ne, wo haben wir denn noch was? Okay. Wir brauchen also doch diese doofen Hydranten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das heißt, wir müssen das alles ein bisschen verschieben. Aber erst, wie ihr seht, brauche ich auf jeden Fall mal Bauholz. Sonst komme ich hier auf keinen grünen Zweig. Aber wir waren ja gerade bei den Freundschaftsanfragen. Ich habe noch von Lars Goldwin eine Anfrage. Annehmen. Zack. Und ich habe noch eine von Tiopa Let's Play oder LP, was auch immer es heißen mag. Und von Felix66, ich danke euch für die Anfragen. Okay, dann schauen wir noch die Nachrichten. Da habe ich auch welche, die gucke ich mir dann nach an. Außer ihr wollt, dass ich sie vorlese. So, jetzt gucke ich hier noch rein. Zack, 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 zack. Oh, wir haben eine Quest erledigt. Belohnung abholen. Danke, danke, danke. Mache ich glatt. Was haben wir hier? Einwohnerzahl 150. Das werde ich jetzt gleich erreichen noch. Wähle den kleinen Hydranten im Architektenbüro aus. Ja, ich weiß, ich muss einen kleinen Hydranten bauen. Ah, ist das ätzend. Was denn hier? Kann ich hier noch einen? Ah, komm. So, dann lasst uns mal gucken, dass wir das hinbekommen. Ja, wenn ich den hier hinstelle. Muss der in dem Bereich stehen? Ah, alles klar, so geht es also. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Reicht es schon hier? Da reiße ich doch hier die Straße ab. Sehr gut. Und dann machen wir hier. Und dann bauen wir halt den Hydranten fast auf. Ja. Hydranten gebaut. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das wäre auch erledigt, hä? Ah, hier, Belohnung abholen. Belohnung. Ich bekomme auch noch. Ah, ich bekomme Baulizenzen wahrscheinlich. Und hier habe ich auch noch Belohnung abholen. Ja, nehme ich alles mit hier, ne? Ist doch kein Problem für mich. So, jetzt werden wir noch unsere Einwohner erhöhen und das machen wir durch Deko. Ja, durch Deko. Das ist ziemlich simpel. Deko funktioniert folgendermaßen. Wir gehen hier rein, wir könnten ja auch diesen monströsen Platz bauen. Der bringt 15 Deko-Punkte. Das ist halt schon richtig gut. Aber das ist mir auch ein bisschen zu viel jetzt. Ich habe auch gar nicht den Platz dafür. Jetzt gucken wir mal, was wie viel das bringt. Plus 2, plus 5, plus 7, plus 8, plus. Das kostet aber auch 500. Das kann ich mir halt einfach mal nicht leisten. Ne?
Hier diese Dinger, ey, die kann ich bauen, wie bis zum Vergasen. Ja, gibt's halt hier ein Wäldchen, ey. Was soll das? Ja. Jeder sollte einen schönen Wald haben, hä? Ist wie bei SimCity, bei Fat Fred. Auch erstmal einen schönen Wald gebaut hier, ne? Oh, das ist halt echt super, super, super. Ja, genau, das ist doch schon mal richtig gut, glaube ich. Oh, da haben wir die Einwohner auch. Das geht hier gleich hoch. Das ist richtig, richtig gut. Da ziehen auch gleich mehr Kapitalisten ein. Das ist alles gut für uns. Und ich würde sagen, das war's auch erstmal mit diesem Let's Play zu Rising Cities. Wir sehen uns nächste Woche. Was meine ich? Nächste Woche? Morgen. Macht's gut, euer Tim.